Rammstein ist eine der bekanntesten deutschen Bands weltweit. Mit ihren kontroversen Texten und spektakulären Auftritten haben sie die Musikszene geprägt und eine treue Fangemeinde aufgebaut. Doch wer steckt eigentlich hinter dem Frontmann Till Lindemann wirklich? Rammstein ist eine der bekanntesten deutschen Bands und hat in den vergangenen Jahren weltweit Erfolg gehabt. Die Band wurde 1994 gegründet und besteht aus 6 Mitgliedern, darunter Till Lindemann als Sänger und Texter. Rammstein ist bekannt für ihre kontroversen Texte und provokativen Auftritte, die oft von Pyrotechnik und anderen visuellen Effekten begleitet werden. Die Musik von Rammstein ist eine Mischung aus Industrial Metal und elektronischer Musik, die oft von schweren Gitarrenriffs und kraftvollen Schlagzeugbeats begleitet wird. Die Texte sind auf Deutsch geschrieben und behandeln oft Themen wie Liebe, Sex, Gewalt und Politik. Obwohl Rammstein oft wegen ihrer kontroversen Texte und Auftritte kritisiert wurde, haben sie eine treue Fangemeinde auf der ganzen Welt gewonnen. Ihre Live-Auftritte sind spektakulär und energiegeladen und ziehen Tausende von Fans an. Rammstein hat die deutsche Musikszene geprägt und wird auch weiterhin eine wichtige Rolle in der internationalen Musikszene spielen. Till Lindemann ist ein deutscher Musiker, der vor allem als Frontmann der Band Rammstein bekannt ist. Geboren wurde er am 4. Januar 1963 in Leipzig und wuchs in Schwerin auf. Vor seiner Karriere als Sänger arbeitete er als Zimmermann und Feuerwehrmann. '94 gründete er zusammen mit Richard Kruspe die Band Rammstein und feierte mit ihr schnell internationalen Erfolg. Till Lindemanns markante Stimme und seine provokanten Texte machten ihn zu einem der bekanntesten deutschen Musiker weltweit. Neben seiner Arbeit mit Rammstein veröffentlichte er auch mehrere Soloalben und arbeitete an verschiedenen Kunstprojekten. Till Lindemann ist nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern auch ein vielseitiger Künstler und Geschäftsmann. Unter dem Pseudonym Dr. Dick vermarktet er seit 2019 einen eigenen Wodka und seit 2020 mit Golden Shower auch einen Schaumwein mit echten Blattgoldflocken. Till Lindemann in jungen Jahren das erste Mal verheiratet und wurde im Alter von 22 Jahren zum ersten Mal Vater. Seine erste Tochter Nele kam 1985 zur Welt. Kurz nach der Geburt folgte jedoch die Scheidung. Sieben Jahre lang zog Till Lindemann das Kind allein auf. Mit seiner zweiten Ehefrau Anja Köseling bekam der Rammstein-Rocker 1993 eine zweite Tochter Marie-Louise. Auch diese Ehe wurde jedoch bereits geschieden. 2008 wurde Till Lindemann Opa, als seine Tochter Nele ihren Sohn Fritz zur Welt brachte. Zudem ist er der Patenonkel von Joey Kellys erstgeborenem Sohn Luke.
Till Lindemann, Frontmann der Band Rammstein, und Sophia Tomala, Schauspielerin und Moderatorin, sind beide bekannt für ihre rebellische Art und ihr ausgefallenes Auftreten. Während der Rammstein-Mann mit seinen provokanten Texten und spektakulären Bühnenshows für Aufsehen sorgt, zeigt sich Sophia Tomala gerne freizügig und selbstbewusst in der Öffentlichkeit und nimmt kein Blatt vor den Mund. Von 2011 bis 2015 führten die Rebellen eine Liebesbeziehung. Sophia Tomala hat das Gesicht von Till Lindemann sogar auf ihrem Arm tätowiert. Auch Jahre nach ihrer Beziehung führen sie noch eine Freundschaft.